Wenn? 24. Dezember. Martin hat eine super Weihnachtstour ausgesucht. Schau sich mal die interessante Stimmung gerade an. Mr. Greenhorn. Mr. Grinch. Wenn ich derweil aus dem ersten wegkriege. Hört auf mich! Oh, das schaut crazy aus. Ja. Ah. Don't try this at home. Lass mal einmal durchquert. Einen wunderschönen guten Morgen. Morgen. Am 24. Dezember. Schöne Weihnachten an alle. Das funktioniert aber nicht wirklich, weil das Video erst viel, viel später kommt. Aber trotzdem. Zu Juni 2024. Nein. Also im Juni das recht schnell kommt, aber wir machen das natürlich nach der Reihenfolge. Und ja, von dem her. Gerade läuft schon. Martin hat eine super Weihnachtstour ausgesucht. Die war sicher wieder traumhaft werden, weil bei dem Wetter ist ja absolut gigantisch. Also wirklich top. Es gibt ja wahrscheinlich auch Leute, die was nicht Weihnachten feiern und nicht zuschauen, muss man auch sagen. Wir sind jetzt ja kein katholischer Verein, die auf Weihnachten feiern. Es gibt wahrscheinlich genug von den anderen. Es gibt ja andere Glauben, weil die haben nicht ein Weihnachtsfest, was sie feiern. Für mich ist das Weihnachten ja nicht unbedingt, das ist genau ein heiliger Abend. Das ist halt einfach so und dass das gefeiert wird. Ich bin ja gar nicht so der Weihnachtsmensch, ich bin der meiner Grinch. Ich finde es halt ein bisschen überzuckert, was aus Weihnachten gemacht haben, weil ich finde es halt schade, dass man so ein religiöses Fest, so ein Massenkonsum und so einer Stressveranstaltung ausschlachtet, wo es eigentlich eine besinnliche Zeit ist. Bei uns in Tirol treten sie sich beim Lift an, stehen schon nieder teilweise. Ja, bis zum Fangschuh mit Stau. Stehen im Stau stundenlang. Und das finde ich halt schlecht aus Weihnachten, was man daraus gemacht hat. An sich die Idee, das passt. Das ist ein Fest, das feiern die Leute, das will nicht schlecht reden. Andere Religionen haben andere Feste. Das ist allgemein in die Kommentare schreiben, wie es Weihnachten verbringst oder verbracht habt in dem Fall. Wir schenken uns eigentlich ganz wenig, nur ein kleines Präsent andenken. Ja. Das ist einfach so ein Jahresabschlussgeschenk, wo man sagt, man schätzt ein bisschen Wert in der Zeit. In Italien feiert man am 25. Italien. Es wird am 24. abends, glaube ich, quasi die Weihnachtszeit vor Weihnachten eröffnet. Und bei uns wird eigentlich am 24. gefeiert. So viel zu dem. Schaut mal traumhaft auf das Wetter und für uns geht es los. Das ist jetzt der Weg zum Gipfel, ca. 1 Kilometer haben wir noch. Dann sind wir da. Wow. Wir sind am Gipfel. Ja, nicht angekommen, kann man nicht sagen. Wir sind schon circa, wir waren schon echt lang da. Wir haben mittlerweile schon geausnet und haben sie uns sogar noch gesandt. Es war nicht mehr so fein warm. Ja. Haben wir vergessen, einen Bannerschwenk zu machen. Und jetzt machen wir den trotzdem. Aber es ist innerhalb von 5 Minuten ein Wolkenschirm eingezogen. Ja, ich schwenke eigentlich mal aus. Ja. Ich reise ab. Nein, wir reisen erst morgen ab, Martin. Nee, ich reise ab, ich habe bezahlt für Sonne. Hier. Okay, also, kurz zur Info für euch. Da hinten sind wieder die Bergkrümmel, die wir jetzt eigentlich in die
letzten Videos und in dem Trip jetzt alle abgequert sind, da hinten mit der Antenne, das war die vierte. Und die ganzen haben wir auch schon gemacht, das war das mit den 4444 Stufen, die Hochebenen von Asiago. Und ja, da hinten außen sieht man schon die Bellunesischen Dolomiten, da wo es noch minimal blau da hinten ist. Den Kamm da um den Gipfel. Strada della Penisse. Ja, Strada della Penisse. Heißt wirklich lustig, so? Oder? Nein. Der Straßenname. Kolf Fenilon hat der Gipfel geheißen vom Martensee Geburtstagsberg, der ist da. Und da hinten ist auch schon der Monte Grappa. Den ganzen Massiv oben sieht man voll gut von da. Und jetzt schwenken wir da raus und da sieht man einfach den heftigen Dunst von unten. Der war heute in der Früh schon extrem stark, nur jetzt schaut es nur heftiger aus, weil er zieht immer weiter auf. Da vorne außen ist jetzt noch die blaue Wolke, also der blaue Himmel, was wir zuerst die ganze Zeit gehabt haben. Und schaut sich mal die interessante Stimmung gerade an. Es schaut aus wie so Schleierwolken, wenn es regnen darf. Es regnet aber nicht und hoffentlich fängt es auch nicht an. Ist aber jetzt total eine schöne Stimmung gerade im Moment, so auf der Koppel, wenn man das so sieht. Da vorne aus, schaut es mir wie schleiermäßig, total irre. Und von da hinten, den ganzen Kram sind wir aufgequert. Ja, man sieht ins Tal halt auch schon fast gar nicht mehr mit freien Augen, weil es echt einen extremen Dunst hat. Und so schließt sich der Bahnhofschwenk auch wieder. Für uns geht es jetzt an den Trail auch, dann fahren wir das Ganze da wieder aus, bis zu den Antennen da fahren, da sind wir gekommen. Und dann geht es an Downhill Richtung Bassano del Grappa und dann auf dem Weg wieder zurück zu unserer Unterkunft. Ah, was anderes. Aber was anderes, genau. Ja. Passt, legen wir los, oder? Ja. Drin schmeckst du noch was so? Nein, ich mag nichts sagen. Ja. Was ist der Wien? Mr. Grinch. Und so schauen die Wege aus, die was wir da absaufen quasi. Wenn ich der Weg aus dem ersten wegkriege. Und direkt neben dem Weg haben wir eine Galerie entdeckt. Schaut so aus. Ja. Warte mal, warte, lass mal, warte auf mich. Warte auf mich. Oh, das schaut crazy aus. Ja. Und? Gut. Gut. Und, was sieht man da? Ja, geht gleich auch da. Geht auch relativ gut zum Stein. Mhm. Boah, krass. Ja, echt krass, ja. Ja, man sieht auf der GoPro nicht wirklich viel, es ist wirklich dunkel und ich habe nur das Telefon. Aber man steigt da recht krass durch. Ah, jetzt sieht man ein bisschen mehr vielleicht. Wie Victoria auf ein Zug ist. Boah, da geht's halt rein. Boah. Sind wir schon mindestens 7-8 Kilometer in der Welt unten. Na, so weit ist noch nicht. Oh krass. Gut, wenn man einen Helm da auf hat. Ah, oh, das geht einfach durch. Oh, ist der rutschig. Ja. Wow. Also im ersten Weltkrieg, sie haben relativ eng gebaut. Oh krass. Und echt krasse Galerie. Oh, geht das krass durch. Boah, es ist nieder. Ah. Don't try this at home. Krass. Echt richtig krass, ja. So, jetzt Holz noch. So zurück. Und da hinten schaut schon heller aus. Boah, geht mal aufs Tageslicht. Hast du noch einmal durchgehört? Ja. Puh, echt wirklich, wirklich lang da oben. Und sehr verwinkelt. Auf jeden Fall. Nur mit Helm, da die sagen, jetzt haben wir den Kopf gehabt. Jetzt geht es wieder zurück und dann gehen wir wieder Radl fahren. Ihr seht also wirklich alle 2 Meter vom Trail weg.
gehen zur Militäranlage, Schützengräben, Galerien durch, die sind einfach heftig zeigt, dann sieht man auch, wie hoch die Mauern da sind. Sag doch mal, wie die hoch die Mauern sind, einfach. Das ist da noch was zu erzählen. Das können wir was zu erzählen, ja. Crazy. Oh, Wahnsinn. Es geht ein Gefühl ganz auf. Wach, ja. Wow. We'll be right back.
passt, ja.